Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 und meiner Palettenpanik, die hier ein Ende hat. Ich hab's geschafft. Hurra. Transportmission erfüllt. Sie erhalten 6300 plus 376 Zeitbonus. Damit können wir dort weitermachen, wo wir zuletzt stehen geblieben waren. Ich will nämlich meinen Raps verfahren. Ich brauche Geld. So. Was ist denn hier nachts um 23.17 Uhr für ein Scheißverkehr? Das ist doch nicht normal. So ist das doch viel realistischer, oder? So, wir fahren jetzt zu der Gaststätte, wo ich meinen Raps... Was macht ihr denn da? Unterhaltet ihr euch ein bisschen so nachts um 23.18 Uhr oder... Mich erinnert solche Aufnahmen immer an Aktenzeichen XY ungelöst. Da stehen auch irgendwelche Autos oft nachts an irgendwelchen Waldrändern und dann passiert ein Mord. So, jetzt müssen wir hier rüber. Öttel, Öttel, Öttel. Licht könnten wir mal anmachen, bei Gelegenheit. Frenkel, Blindfuchs. So. Genau, da müssen wir hin. Ich hab's voll raus. Gut. Dann brauchen wir hier dieses Ablage-Dingsbums. Wo war das nochmal genau? Ah ja, klar. Ich stehe schon förmlich drauf eigentlich. Aber naja, der Frenkel halt wieder, ne? Rafft wieder gar nichts. So, jetzt müssen wir gucken, wie weit wir da vorfahren müssen. Zack! Gib it, Baby! Gib it! Give me the money! Das hat sich ja kaum gelohnt, ey. So eine Scheiße. Ich dachte, ich hätte mehr, aber naja, ist viel verdorrt und so. Jetzt werde ich das ganze Gerätzeugs hier mal zurückbeamen. Ich habe keinen Bock, das zurückzufahren. Den hier könnten wir eigentlich auch mal zurückbeamen. Ne, brauchen wir nicht. Der steht ja da ganz gut, ne? So. Bums, stehe ich wieder allein da, aber ich kann mich ja wieder hinbeamen. So, das ist, ja, das ist der Palettenheini. Okay, jetzt sind wir bei der Stelle angekommen. Und zwar, ich überlege mir jetzt mit, wie ich denn was zu mähen kaufen kann. So, es gibt Leute, die haben mir, da jetzt müssen wir mal gucken hier. Ernte, Kartoffelernte, Rübenernte, Kipper, Grubber, Pflüge, Säe, Dünger, Spritzen. Scheiße, gibt's hier viel Zeug. Mäh. So, genau. Da, es gibt Leute, die haben mir den Profi-Hopper empfohlen. So. Und zwar hat mir das empfohlen zum Beispiel, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Moment. Mehrere Leute, ist egal. Und dann haben wieder irgendwelche Leute gesagt, das ist scheiße, weil der so lange braucht, um am Einsatzziel zu sein. Dann wiederum gab es einen, den Renato Walter, der hat gesagt, du kannst das Gras auch grubbern, du musst nicht mähen. Aber ich schlepp doch meinen Grubber nicht bis dorthin, das ist doch Quatsch, oder? So, und dann gab es wieder welche, die haben mir das Kuhn-Mähwerk empfohlen. Und das ist, welches? Das erste Mähwerk nach dem Profi-Hopper, aber das stimmt doch nicht. Das ist doch das zweite. Ihr habt alle keine Ahnung, ihr erzählt mir Mist hier. Okay, und der hier soll angeblich, und zwar hat das geschrieben 77 Hessel, kauft dir, wenn dann, das erste Mähwerk nach dem Profi-Hopper. Das passt an deinen Bührer-Traktor. Also nicht, dass ich wüsste, was ein Bührer-Traktor ist, aber irgendeiner meiner Traktoren, ich glaube zwei habe ich, wird wohl ein Bührer-Traktor sein. So, und dann gab es jemanden, und zwar GameStar2018, der hat geschrieben, verkauft den Frontlader, das mache ich garantiert nicht, und kauft dir dann einen Front- und ein Hähmäckwerk. Heckmäckwerk, nein, ein Heckmähwerk. Das bringt viel mehr Geld ein, da du in 40 Sekunden durch bist. Habe ich auch gemacht. So, okay. Kann ich mir jetzt diesen blöden Kuhn hier kaufen? Den könnte ich mir kaufen. Dann mache ich das folgendermaßen. Dann kaufe ich mir einmal diesen Kuhn und einen Profi-Hopper. Und dann habe ich auch eine Idee. Dann fahre ich den Profi-Hopper nämlich direkt irgendwo zu einem Platz hin. Dann muss ich nicht immer dahin fahren. Und dann schaffe ich das auch zeitlich. Hoffe ich mal. Okay, also den Kuhn. Den Kuhn nehmen wir mal. Den kaufen wir. Und einen Profi-Hopper kaufen wir auch noch. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir sind doch sowas von reich. Okay. Jetzt muss ich rausfinden, welches mein Bührer-Traktor ist. Dazu gucke ich hier mal ganz kurz durch hier. Ganz kurz durchgucken. Das hier ist der Bührer. Okay, das ist der gelb-grüne.
Das ist der hier. Dann muss ich gleich noch was ausprobieren. Kann ich mit dem auch meinen Kipper ziehen? Dann könnte ich den Bührer nämlich auch irgendwo abstellen. Da, wo immer mal Gras gemäht werden muss. Ne? Bin ich gar nicht mal so dumm, glaube ich, oder? So. Das ist aber ein kleiner Traktor. Aber es geht! Sogar der kleine Traktor schafft das. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir den Bührer. Und damit holen wir mal das komische Mähdingsbums ab. Das ist wo? Das ist wo? Das muss irgendwo da vorne sein, ne? Licht an. Rundumleuchte an. Das muss schon alles seine Ordnung haben. Okay, so. Ich sag euch was, wenn dieses scheiß Mähding jetzt da vorne nicht drauf passt, dann laufe ich amok. Ich soll Gras grubbern. Ich brauch's nicht mähen. Wo sind denn wir zu Hause? Das ist doch total unrealistisch. Das kann ich nicht gutheißen. So. Das ist der Profi-Hopper. Ich weiß nicht, ich denke da immer an Profi-Popper. Das sind Männer, die ihre Körper verkaufen. So, was ist das jetzt hier? Schaut ja ein bisschen komisch aus. Von welcher Seite muss ich da ranfahren? Hurra, ich kann mähen. Mäh. So, und dann haben wir noch diesen Profi-Hopper. Okay, den Profi-Hopper. Das ist ja zu geil. Grasaufnahme deaktivieren. Schwachsinn. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ist näher? Der Campingplatz oder die Gaststätte? Der Campingplatz, der ist bei Nummer F. Buchstabe F, das ist ganz da oben. Okay, und der, der Golfplatz. Wo ist denn der Golfplatz? Der Golfplatz ist Q. Q. Q wie Golfplatz. Wo ist denn der scheiß Golfplatz? Q. Das ist alles beides gleich weit entfernt. Ich fahre mal Richtung, Campingplatz. Da bringe ich den jetzt hin. Das wird wohl ein bisschen dauern, fürchte ich. Da kann ich aber nichts dafür, der fährt halt nur 10 km/h. Wenn der aber dann dort steht, dann müsste das doch möglich sein, wenn dann ein Auftrag ist, ich soll zum Campingplatz kommen, oder? Dann müsste ich den dort einfach anschmeißen können. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. Wenn nicht, egal, ich habe das Scheißding ja schon gekauft. So. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen sehr langsam, ne? Ach komm! Das habe ich ja gefressen hier, Mann. So ein Scheißdreck. Also, ich muss jetzt Richtung 8-9 fahren. Kann ich da nicht oben drüber? Ich sehe schon, ich muss auf der Straße bleiben. Okay, dann machen wir das so. Und dann tuckern wir halt da jetzt mal hin. Das ist ja hoffentlich nur eine einmalige Angelegenheit. So, und dann kann ich mein Feld wieder neu grubbern und neu besäen. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was soll ich erzählen die ganze Zeit. Das ist ja sterbenslangweilig, wenn ich da hinfahre. Hm. Ich könnte mir jetzt in der Zwischenzeit einen runterholen. Ich brauche ja eigentlich nur die linke Hand gerade. Aber so erotisch finde ich den Landwirtschaftssimulator 2013 dann doch nicht. Ah, naja, komm. Geht doch schnell, oder? Sind wir doch gleich dort. Ja. Und weh, das funktioniert dann nicht. Ich habe jetzt quasi auf beide Tipps gehört, nämlich kauf dir ein Mähwerk und kauf dir einen Profi-Hopper. Campingplatz! Ich komme! Scheiße. Geht's hier weiter? Wo ist die Straße? Da. Nee, oder? Nee, hintenrum geht nicht. Nein, hintenrum geht nicht, Herr Frenkel. Boah, da wird aber ganz schlecht, so schnell wie er dreht. Ich muss da hinten vorbei, offensichtlich. Also hier an dem Brunnen vorbeizufahren, wenn man gerade aufs Klo muss, ist keine gute Idee, wie ich gerade festgestellt habe. Ich muss aber ganz woanders hin. Ich muss da lang, ja? Verpiss dich! Boah, jetzt sehe ich erst, wie der aussieht, ey. Schaut euch mal diese Figuren an, wie kacke die aussehen. Also im Vergleich zu dem hier. Da haben sie sich ja Mühe gegeben einigermaßen. Aber was da drin sitzt, das ist ja ein Crash-Test-Dummy. Meine Fresse. Bitte nachbessern im Landwirtschaftssimulator 2014.
Also wer irgendwann mal erzählt hat, dass das hier ein Casual-Game sei, ja, den müsste man eigentlich 365 Tage lang im Jahr verkloppen. Weil wenn das nicht Hardcore ist, ja, hier mit 10 km/h zu dem scheiß Campingplatz zu fahren, den wir oben rechts übrigens schon erkennen können, den Kipper, den grünen jetzt auf dem iPhone. Das heißt, ich bin hier richtig, kann ich vielleicht auch doch nach quer drüber fahren. Das wäre doch etwas... Was machen denn die hier? Ist vielleicht hier der... Scheiße, was ist das jetzt wieder? Aha! Das ist ein Fall für Palettenman! Das machen wir. Schade, dass der Profi-Hopper in der Zwischenzeit nicht weiterfährt. So, wie kommen wir da rum? Egal, komm, der nimmt alles mit hier. Der ist geländegängig. Ich überlege nur gerade, ob ich die Missionen vielleicht ein bisschen kürzer fassen soll. Ich glaube, momentan ist alles auf... Halt, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss ja ganz woanders hin. Ich bin hier am Golfplatz. Interessant. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe die momentan auf 10 Minuten eingestellt, die Missionen. Das ist ja fast ein bisschen oft, oder? Naja, obwohl... Immerhin bringt's Kohle. Auch wenn das jetzt wieder mal eine weite Strecke wird, bis ich das Scheißding überhaupt gefunden habe. Das ist etwas sichtbehindernd, das Teil. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Das ist eine Folge, in der ich die ganze Zeit nur rumfahre. Naja, so kann man auch Let's Plays füllen. Hier soll es recht sein. Bringt auch Klicks. Ihr wisst ja nicht vorher, was auf euch zukommt. Ich bin schon ein kleines Schweinchen, oder? So. Und jetzt fahren wir da quer durch. Das geht. Oh, Scheiße! Fuck! Oh! Das ist der Nachteil, wenn man Cockpit fährt. Das ging ja gerade nochmal gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchfahren kann. Wahrscheinlich bleibt er dann wieder stecken, der Blödmann. So. Ich liebe aber trotzdem diese Perspektive, weil die so irgendwie ein bisschen realistischer ist. Naja gut, also so ein bisschen realistischer. So, dann kann ich ja da drüber zum Beispiel, ja? Juhu! Cause I'm the unknown stuntman! And Clint Eastwood looked so fine! So ähnlich war das doch, gell? Poppeldi-boppeldi? Also ich neige ja nicht zu Motion Sickness, also dass es mir schlecht wird beim Spielen, aber ich weiß nicht, irgendwie dieser Landwirtschaftssimulator... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, an der Grafik-Engine, oder vielleicht wird mir auch aus einem anderen Grund dauernd schlecht. Das kann auch sein. Aber nein, 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 ich spiele natürlich sehr gerne. So, wo müssen wir hin, wo müssen wir hin? Einfach da drüber, oder wie? Versuchen wir mal. Der klettert doch wie eine Gemse. Scheiße, das schafft er nicht, oder? Doch, natürlich. Das ist doch ein realistisches Spiel. Natürlich schafft er das. So... Jetzt muss ich nur noch die blöde Palette finden. Und einen Eingang, weil hier ist nämlich ein Zaun. Ich sehe schon, da ist diese blöde Palette. Ta-ta-ta-ta-ta. Fahren wir da rum. Dann müssen wir gucken, wo wir unser Stahlgerät einführen müssen. Das ist dann quasi wie beim Proktologen. Moment. Das ist ein bisschen schief, wie ich jetzt da stehe. Die Zeit läuft ja noch nicht. Ich muss mich erstmal zurechtparken. Okay, dann müssen wir runterfahren, das ganze Teil. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir diese Kippung noch ein bisschen ändern. So langsam kriege ich es raus, glaube ich. Und dann stechen wir rein hier. Ins Rote Meer. Passt das? Ah, Kacke! Ich hab's verstellt, ich Blödmann. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich außen rum schauen. Moment. Ja, 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 ja. Das ist schon ein bisschen schlecht so. Da muss ich ein bisschen nach unten wieder. Holtrio! Ah, nein, es könnte perfekter sein. Scheiße. Moment, ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ich habe vor allen Dingen ein bisschen Angst, dass die Zeit losgeht. Komm schnell, hoch damit. Komm, rutsch! So, wo muss ich hin? Ich muss ja... Oh Gott, es ist ja gar nicht weit. Wo muss ich denn hin? Moment. Muss ich da lang, ne? Muss ich da lang? Da komme ich nicht durch. Scheiße, da sind Pilze. Haha, Pilze. Moment. Fahren wir hier rum. Und dann müssen wir da unten abliefern. Das wird schon irgendwie gut gehen. Komm. No risk, no fun hier. Ja! Yeah! So, okay. Und wo? Irgendwo muss sie doch sein hier. Jawohl! Na, das war mal geil, oder? Das war mal richtig geil. Also.
Wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir bitte ein Like da. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Ciao, ciao!